Oh Leute, und willkommen zurück zum Let's Play Doc Arena of Time Master Quest. Diesmal Teil 28 und, Entschuldigung, wir sind auch dabei, die ganzen Skulltors zu sammeln, damit wir 10 haben insgesamt und uns die große Geldbörse holen. Ja, die brauchen wir unbedingt, weil danach müssen wir viel Geld ausgeben, nämlich müssen wir Spiele spielen, um die große Deko-Kerntasche zu holen, also die mit 50, und die große Bombentasche. Und dafür müssen wir so Spiele spielen und das kostet Unmengen von Kohle und deswegen sollten wir die holen. So. Und warum es jetzt so lange gedauert hat mit dem Let's Play, also mit dem nächsten Teil, ist ganz klar. Gerade habe ich iTunes geöffnet, ja, und es war das Update fürs iPhone 4 da. Ja, also das iPhone 4 Software Update. Ich habe das iPhone 3GS, also das 16 GB in weiß, und dafür war gerade das Update da. Für die nächste Software. Also ich habe schon das Betriebssystem von dem iPhone 4. Nein, hier war es nicht lang. Und das ist echt cool. Es beherrscht jetzt Multitasking und so ein Quatsch. Und es hat auch so ein kleines Dock-Menü unten. Also das Design ist jetzt ein bisschen Dock-Menü-like. So wie meine Mac halt. Das ist richtig cool. Kann ich Ihnen mal ans Herz legen. Richtig geiles Ding. Nein, da geht's nicht lang. Ich glaube, das war hier lang. Genau, hier. Ja, ich bin gerade nicht so gesprächig, weil ich muss nachher noch das Ganze alles ausprobieren bei dem iPhone, also bei dem 3GS. Das neue Software-Update Version 4 ist echt cool. Also es kann jetzt auf jeden Fall mehr. Zack, den Käfer behalten natürlich. Einen müssen wir wieder fahren, oder? Da bist du ja, direkt von der Küste. So, von 1 hier. Ach Quatsch, nein. Gehen wir einfach raus. So. Erstmal wieder orientieren. Also, ich bin jetzt gerade nicht so gesprächig, weil wie gesagt, ich bin gerade noch voll auf dem iPhone-Trip. Ich bin gerade voll neugierig und ich hatte überlegen, das Let's Play erstmal ruhen zu lassen, aber nein, ich drehe natürlich noch ein paar Videos. Ich hab's euch versprochen, da ich gestern keine gedreht habe wegen der Arbeit. Ja, genau, hier bin ich richtig. Ne? Und deswegen mach ich jetzt 4 bis 5 Videos, werde ich das locker noch drehen. Also, das wäre schon das zweite. So. Komm, schnell, zack. Den Käfer müssen wir immer wieder fangen. Ich kann es euch sagen, wer ein iPhone da draußen hat, schnell iTunes einklicken und das Update durchführen. Das ist richtig geil. Also vom Design her ist es richtig, das ist auf jeden Fall cooler. Das neue Design ist cool. Mhm. Version 4, ja, klar. Doch, müssten wir eigentlich 9 Stück haben, ne? 9, ja. So, jetzt geht's auf nach Kakariko und da werden wir jetzt auch noch eine killen. Dann haben wir ja unsere 10 Stück und dann holen wir uns die Geldbörse ab. Und dann geht's erst richtig los, Leute. Dann geht's los. Das ist jetzt nur Kokolores, den was zu überbrücken, weil das muss ich ja machen, um den ganzen Quatsch zu kriegen. Ätzend, aber kann man jetzt nichts dran ändern. So, und auf dem Gebiet von dem neuen Mädel gibt's auch schon was Neues. Also ihr wisst ja, dass ich mit einem Girl am Flirten bin, tagtäglich mit ihr telefoniere. Wir hatten letztens ein bisschen Zoff, weil ich ein bisschen doof bin, ja. Aber ich hab's Gott sei Dank noch die Kurve gekratzt, ne? So, und deswegen. Oh nein! Heidi Klum! Heidi! Hör auf mit dem Germany's Next Topmodel! So, das war's. Es wird also keine Staffel vom nächsten Germany's Next Topmodel geben, weil ich hab grad Heidi Klum getötet. Ja. Das war Heidi Klum. Habt ihr sie gesehen? Oh mein Gott, Giselle Bündchen! Oh mein Gott, Hilfe! Link, beide! Renn weg schnell! Oh mein Gott, yo, roll your bones, wir rollen so durch die Welt. Ach ja, genau, ich war bei dem Mädel, genau. Sie heißt Katrin, ist ein hübsches Mädel, ja, ein sehr hübsches Mädel. Und wir treffen uns am 3. Juli, ja, haben unser erstes Date am 3. Juli, das ist ein Samstag. Und dann will ich mit ihr in Köln treffen und mal gucken, vielleicht geht da ja was. Also nicht, was ihr denkt, sondern kein Sex, sondern
mit mehr. Ich möchte was Ernsthaftes von ihr, weil sie super ist. Eine super Frau, auf Deutsch gesagt. Und nein, ihr kriegt sie nicht. Ihr könnt alle mal kacken gehen da draußen, denn die ist mir die Frau. Ne, Leute? Also vergiss das. Ihr könnt das sowas von knicken. Das ist mein Mädel, meine hübsche Frau. Du, du, du. Au. Und wie gesagt, iPhone-Update, Leute. Version 4.0 ist draußen. Das Betriebssystem von dem neuen kommenden iPhone 4. Aber ich hätte nie gerechnet, dass das schon am 22. Juni kommt, das Update. Also heute, heute natürlich, ne? Hätte ich nie gedacht. Ich dachte, das kommt erst genau mit der Veröffentlichung vom iPhone 4 raus. Also am 24. Juni, genau, kommt das iPhone 4 raus in den deutschen Markt. Und das bedeutet, ja, wer eins vorbestellt hat, ich brauch's nicht. Ich hab, wie gesagt, der Ton ist weg, super. Das 3GS habe ich, 16 GB in weiß natürlich, ne? Okay, wie komme ich jetzt da dran? Ganz einfach. Du, 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 du. So, jetzt haben wir 10 Stück. Und weil der Ton jetzt gerade weg ist, mache ich kurz Save Point. So, ne? Kurz schließen. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten? Oh, 3 Minuten, ne? Oh, holy shit, ey. Schneller, schneller, schneller. Schneller, Mac, schneller. Ay, caramba. So, doppelklicken, doppelklicken. Warum das passiert jetzt irgendwie des Öfteren? Das nervt mich voll, ne? Sonst gibt es tagelang nichts zum Meckern hier. Und dann passiert alles wunderbar. Funktioniert alles wunderbar. So, und hier ist das Kulturhaus. Jetzt holen wir uns die erste Belohnung ab, ja? Die erste. Das kriegen wir noch hin. So. Ihr müsst jetzt hier stehen, Heini, genau. Reden. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die große Börse. Jetzt kannst du eine größere Geldbörse erhalten und insgesamt 200 Rubine tragen. Yeah, Mann. So, jetzt brauchen wir Kohle, 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 Kohle. Yeah, Kohle, Kohle. Jetzt müssen wir erstmal wieder Geld sammeln. Ja, Geld. Money, money, money. Ich kenne eine gute Stelle zum Geld sammeln. Ihr kennt sie auch bestimmt. Ja, in Tirole. Da dieser kleine Nebenraum, wenn ihr durch die Brücke, also durch die, über die Schlossbrücke geht, dann gibt es diesen kleinen Raum rechts oben. Ja. Also der obere Raum, der da so schön versteckt ist mit der einen Wache da, wo später der Geistermarkt drin ist. Genau da kann man viel Kohle sammeln. Mein Gott, es ist wieder Heidi Klum. Oh mein Gott, ich dachte, ich hab sie gerade um die Ecke gebracht. Du, 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 roll, 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 die Bow. Yeah. It's rolling, rolling, rolling. Yeah, man. Yeah. Ach man, Heidi! Mann, du nervst! Du deinem scheiß Germany's Next Topmodel, Tristan. Warum gewinnen da nicht mal richtig hübsche Frauen? Ich meine, die Frauen sind hübsch, die da mitmachen, keine Frage, aber ich meine, eine richtig hübsche Frau. Eine richtig hübsche, da war nie eine richtig hübsche dabei, ja? So, die wo ich sagen würde, oh mein Gott, ist die hübsch, ja? So, Heidi ist weg, Heidi mag kein Sonnenlicht, wisst ihr Bescheid, wenn ihr Germany's Next Topmodel guckt oder das aufgenommen wird, dann schnell die Sonne ins Haus lassen, dann verschwindet sie. Dann haut sie ab. Hier ist diesen Raum, meinte ich hier, oben. Ja. Wir brauchen Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich weiß auch noch, wo ich Kohle kriege, aber die holen wir erst später. Weil da ist jetzt echt scheiße hinzukommen. Aber da müssen wir später sowieso hin, um etwas anderes freizuschalten. Ja, das heißt, wir müssen so oder so dahin, aber später. Wir müssen eigentlich auch wieder 5 drin sein. Normalerweise sind die auch mal 5 drin. Aber irgendwie war hier nichts. Ach shit, ey. Das war doch mal voll der Driss hier. Wie kommt man an Zeller schnell an Geld? Ja, das ist die einzige Methode, die schnell an Geld zu kommen. Also auf die Schnelle fällt mir keine andere Methode ein. Du. Das ist natürlich frech. Glücksspiel? Link? Nein, Link ist kein Glücksspieler. Link rettet zwar die Kohle, aber der hat keine Zeit für so ein Spürgeld, ja? So. The time is over. Ja, genau. Die Zeit ist vorbei. So. So. Wartet kurzer Break hier und gleich geht's weiter mit viel Gequassel von mir, was unnötig ist, aber scheiße, ja. Also bis gleich, Leute. Bleibt sauber und tschüssi.